Ja, hallo, liebe Leserinnen und Leser von 1200 Grad. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Bologna, wo natürlich im September wie jedes Jahr die Czersaie 2022 stattfindet, die weltweit wichtigste Fliesen- und Zubehörmesse. Wir sind von 1200 Grad vor Ort, sogar dieses Jahr mit 5 Mitarbeitern, um für Sie neueste Trends aufzuspüren und News. Und ja, wir blicken wie wahrscheinlich auch die Aussteller hier mit sehr gemischten Gefühlen auf diese Veranstaltung, weil auf der einen Seite gibt es halt Umsätze im ersten Halbjahr, die wirklich fantastisch waren und sämtliche Rekorde gesprengt haben. Auf der anderen Seite schwebt natürlich das Damoklesschwert des Ukraine-Krieges mit der sich anschließenden Gaskrise über dieser Messe. Und ja, das wird natürlich auch im zweiten Halbjahr Auswirkungen auf die Branche haben. Und da haben, glaube ich, alle ein bisschen Angst vor. Und das spürt man eigentlich schon auch im Vorfeld der Messe. Die Italiener selber haben auch sehr gute Zahlen im ersten Halbjahr gehabt. Aber die Italiener haben auch eine hohe Abhängigkeit vom russischen Gas. Circa 40-45% des Energiebedarfs werden bislang aus Russland gedeckt. Die Italiener sind wie alle europäischen Länder dabei, das umzustrukturieren. Die Italiener haben allerdings auch eine hohe Abhängigkeit von ukrainischen Tonen. Auch das haben sie versucht ein bisschen zu ändern, zum Teil mit deutschen Tonen und ja, sind dabei, sich da auf eine neue Schiene in der Versorgung zu setzen. Wir gehen jetzt hier mal 3 Tage lang durch die Messehallen, um für Sie ein bisschen zu forschen, was es Neues gibt. Und wir werden täglich auf unserem Facebook-Kanal für Sie darüber berichten. Also schalten Sie wieder ein, wenn wir hier aus Bologna berichten. Bis dann.